Hallo meine Lieben, ich freue mich, euch ganz, ganz herzlich hier begrüßen zu dürfen. Und ich denke mal, heute wird es jetzt kurz und knapp, dass wir hier noch eine Legung machen. Aber mir ist es heute den ganzen Tag nicht aus dem Kopf gegangen, weil irgendwie hat mich das immer wieder beschäftigt. Eine Frage, dann würde ich gerne eine Legung machen, weil ich das nicht aus mir, also so aus dem Kopf bekommen habe. Und dann, deswegen habe ich gesagt, ich muss jetzt hier, möchte unbedingt, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir hier einfach noch so eine Short Message hier noch mit, dass ich hier noch mit reinnehmen kann. Dann ganz kurz noch, ich muss euch was sagen. Nein, ich habe zu viel eigentlich, was ich sagen möchte. Also, ich war ja heute Morgen nach der Botschaft für dich, bin ich ja zur Post gegangen und habe ja wieder euer, die Gewinner verschickt. Da habe ich mal nachgefragt, weil ich ja vor über einer Woche schon verschickt habe und das, gut, ich habe jetzt noch kein Feedback von jedem bekommen, aber da nichts angekommen. Ne? Also, ich habe extra gefragt, verpacke ich richtig? Habe ich das richtig alles etikettiert und gelabelt und ist alles okay? Ist die Verpackung richtig, weil ich ja diese wattierten Umschläge genommen habe? Und dann sagt die Dame zu mir, ja, ist es wirklich, die hat es dann nochmal, ich hab's echt dreimal alles, dreimal habe ich nachgefragt. Also es passt wirklich. Also da ist alles safe, da ist da wirklich kein Fehler unterlaufen, die Sachen sind alle weg, aber es ist einfach gut. Wir haben vor Weihnachten, ne? Kurz vor Weihnachten. Also habt auf jeden Fall noch ein bisschen Geduld, bitte. Und dass es hier ein bisschen einen Engpass gibt. Was heißt ein Engpass, aber einfach, ja. Lieferschwierigkeiten, ein bisschen die Verzögerung. Die Sachen sind auf jeden Fall alle unterwegs. Und ja, das möchte ich ja sagen. Und dann ist nämlich auch meine Lieferung gekommen und ich wollte es unbedingt haben. Und zwar habe ich mir, das sind Lutscher, die ich machen lassen habe. Das sind Lutscher mit dem Logo innen drin und ich weiß nicht, ob ihr das seht, wie das auch funkelt. Also ich finde die so toll gemacht und also auch, FDA geprüft, ne? Also da geht wirklich, ist wirklich alles in Ordnung. Aber ich fand die so toll. Ich glaube, das sieht man hier gar nicht so wirklich im Licht. Aber ich fand die einfach spitze. Ich musste die unbedingt, wollte ich mir machen lassen. Ja, wollte ich euch jetzt zeigen, euch daran teilhaben lassen. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, was ist denn jetzt hier deine Frage, die dich so beschäftigt hat? Und zwar, weil ich das auch in den persönlichen Readings immer, immer wieder mitbekomme. Ja. Kannst du irgendwas tun, dass er überhaupt mal in die Gänge kommt? Also ist von dir irgendwas, ne? Weil immer dieser Stillstand immer wieder ist. Und da tut sich nichts und. Und da ist jetzt auch die Frage, ich meine, das ist eine Legung fürs Kollektiv, ne? Also bitte, bitte macht es nicht, dass es jeder jetzt so verinnerlicht. Bitte schaut auf eure Situation und entscheidet dann, was ihr tut. Aber einfach nur so diese Frage, ja, kann ich irgendwas oder was kann ich tun, damit er überhaupt mal irgendwie ein bisschen eine Reaktion von deinem Gegenüber kommt? Männlich wie auch weiblich, ihr wisst ja, Erlegung fürs Kollektiv, ne? Was wir jetzt hier auch dann haben. Aber da möchte ich jetzt eben gerne mal reinschauen, weil es immer so diese, ja, man wartet, 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 wartet. Aber irgendwann, ja, heißt es einfach irgendwie, dass sich da mal was tut, weil ständig dieser Stillstand, du kommst ja auch nicht weiter, ne? Und Zeit ist kostbar und wir wissen nicht, wie lange wir hier in dieser Dimension auf Erden haben. Ja, und dann, ich musste auch so schmunzeln. Ihr wisst ja, wer persönliche Readings bei mir hatte, dass ich da auch wirklich genau das sage, was in den Karten liegt. Und heute habe ich zum Beispiel wieder ein Reading gehabt und hat sich gemeint, vielen Dank für den Tritt in den Punkt, Punkt, Punkt. Den habe ich jetzt absolut richtig gebraucht, weil sonst würde ich jetzt hier noch ewig hängen bleiben. Und dann habe ich auch eine Sprachnachricht bekommen, hatte ich mal ein Reading gehabt. Und das sind so Feedbacks, die ich bekomme, wo ich auch irgendwie, ich finde sie total schön. Und ich freue mich da auch drüber. Und da war Carina, nachdem wir unser Reading hatten und wir aufgelegt haben, habe ich mir gedacht, Carina, du blöde Kuh! ja, und dann hat sie aber gesagt, ja, das war eben das, was sie nicht so ganz hören wollte. Und dann hat sie aber gesagt, ja, aber weißt du was? Alles ist genau so eingetroffen, wie du gesagt hast. Und ja, und dann hat sich eben dann dafür bedankt. Aber ich fand das so toll, also diese offene, ehrliche Art irgendwie, Carina, du blöde Kuh, habe ich mir gedacht. Ja, also wirklich, also das ist, und eine Kartenlegung.
Ich finde es immer so toll, eure Feedbacks, die ich bekomme. Vor allem haben wir jetzt eine Zeit, ja, da kann manches eben schnell gehen und manches dauert auch so ein bisschen, ne? Dass man immer so ein bisschen eine Zeitverzögerung hat, aber es ist immer wieder Bewegung drin. Und ich danke euch immer für euer Feedback, wenn ihr mir das mal schreibt, was auch eingetroffen ist und was sich dann alles so bewahrheitet hat. Und ich freue mich da immer auch riesig drüber. Und egal, was ihr dann sagt, so im ersten Moment, und wie gesagt, mir geht es nicht mehr aus dem Kopf. Carina, du blöde Kuh! Ich fand es so zuckersüß und einfach nur ganz, ganz toll. Ja, so, jetzt würde ich sagen, schauen wir hier mal rein. Na? Und ich danke euch wirklich auch sehr für euer Verständnis, dass ich da aktuell nicht so schnell oder seit einiger Zeit nicht so schnell immer auch antworte. Aber ich gebe wirklich immer mein Bestes. Absolut, da könnt ihr euch immer drauf verlassen. Hat nie mit jemandem persönlich zu tun, wenn ich später antworte, aber ich antworte wirklich immer. Und bitte schreibt mir einfach eine WhatsApp. Ne? Also, weil WhatsApp ist immer das meiste, was da läuft. Ne? Also da, ich meine, Telegram auch, aber Telegram habe ich ganz, 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 ganz wenige. Von daher, also wenn möglich, dann, dass ihr mir bitte eine WhatsApp schreibt. Danke. Danke, ihr Lieben, danke, danke, danke. Und auch wieder für eure Kommentare heute Morgen. So zuckersüß und sowas von lieb. Also, ja, die liebe Gabi Robertino, die auch sowas ganz Tolles geschrieben. Und ja, Heike. Heike, danke für deine lieben Worte auch. Also so wundervoll, lieb und schön, ihr alle, jeder einzelne von euch, ihr seid so wundervoll und jeder einzelne Kommentar berührt mich wirklich zutiefst. Absolut. Ganz ehrlich. Und wenn ich würde am liebsten jeden Einzelnen vorlesen und sagen, weil ihr alle wundervoll seid und ihr seid für mich ein riesengroßes Geschenk mit euren herzlich lieben Kommentaren und für eure Treue hier auf dem Kanal. So, jetzt geht es aber endlich mal los hier mit der Legung. Und jetzt sind wir nämlich schon wieder bei 7 Minuten. Okay. Was kannst du tun? Kannst du in die Aktivität gehen? Was kannst du tun, dass er sich mal bewegt? Eine Aktivität von seiner Seite aus kommt. Okay. Also ich bin ja immer noch total geflasht von der Legung heute Morgen, von der Botschaft für dich, weil da war selbst ich wirklich sprachlos. So viel Wundervolles. Also das war absolut wow. Also war ich selber schlichtweg begeistert. Na schaut doch mal, da haben wir doch schon die netten Herren oder die nette Dame. Was für Energien. Also das ist ja der absolute Wahnsinn. Was kannst du, Bella? Was kannst du tun in seine Richtung? Okay. Okay. Ich kann es dir auch schon sagen oder gleich sagen. Wenn wir jetzt diesen Weg hier weitergehen, was du tun kannst. Weil hier ist doch wirklich sowas von viel Gefühl. Hier ist absolut Liebe mit im Spiel. Also ich bin absolut begeistert von dieser Legung. Jetzt ziehen wir auch gleich noch was aus dem Tarot mit dazu. Wow. So, und da nehme ich heute nämlich das Gold Foil Tarot und finde ich absolut mega. Karten. Und das nehmen wir heute. Und da schauen wir jetzt mal, was wir hier noch dazu bekommen, was ich euch hier mitgeben kann. Na. Legen wir die auf die Seite. Ups, und schauen mal. So, die kann ich euch gleich schon mal zeigen. Und machen wir dann später. Okay, also hier in allererster Linie habt ihr eine Verbindung, die ist der pure Wahnsinn. Wirklich absolut top, eure Verbindung, die ihr miteinander habt. Wenn es auch noch nicht wirklich reell ist, aber das ist das, was in Bewegung kommen will. Es will. Für diese Legung, wie gesagt, kollektiv. Was du tun kannst, du gibst ihm, was ich hier sehe, zu viel Verständnis, zu viel Liebe.
Dieses, da ist so dieses Gleichbleibende. Also hier sehe ich es ganz offen und direkt monoton. Es ist monoton, deine Liebe absolut intensiv. Immer wieder deine Ängste. Und durch deine Ängste gehst du immer wieder auf ihn zu. Oder entschuldigst dich. Oder praktisch dieses Verständnisvolle, ne? Wo du eigentlich, wenn du es richtig mal für dich jetzt überlegst, wo du denkst, hey, warum sollte ich jetzt hier Verständnis haben? Ne? Aber dadurch, dass deine Ängste immer wieder kommen, dass er vielleicht in den Rückzug geht oder dass hier mal was in Bewegung kommt, ne, ist es auch so, dass du ihm zu viel Gutes gibst. Zu viel. Also zu viel auf deinen Gegenüber eingehst. Und also praktisch so ein Stück weit auch vielleicht mit Samthandschuhen anfasst. Ne? Ich meine, dein Gegenüber tut es gut, absolut. Und er schätzt es auch. Dein Gegenüber nämlich auch sehr stark, also zwischen euch ist ja absolut die tiefe Liebe. Aber immer noch dieses Zurückhaltende und immer noch diese, naja, keiner von euch beiden glaubt wirklich eigentlich dran, dass hier richtig sich noch was tun kann. Also dieses, so ein bisschen dieses Ungläubige, was ich bei euch habe. Ne? Ob das dann richtig wäre oder nicht oder wie auch immer. In diesem Bereich. Aber, also ich bin da auch hier so ein Stück weit sprachlos, wenn ich das so sehe, deinen Gegenüber und ich sehe dich. So, hier ist doch eigentlich alles klar. Es ist doch alles klar. Ihr versteht euch mega gut. Ihr habt so viele Gemeinsamkeiten. Ihr wisst beide, dass euer Gegenüber euch gut tut. Ihr wisst beide voneinander. Du tust ihm gut, er tut dir gut und so weiter. Prima. Absolut viel Gefühl ist hier dabei zwischen euch. Hier ist auch eine absolut sexuelle Anziehung. Hier ist so viel Freundschaft, Herzlichkeit, Liebe, Wärme. Und die Gefühle, die Liebe ist hier wirklich auch schon in die Tiefe gegangen. Also da gibt es gar keine Frage mehr. Nur die Frage, die sich jetzt mir bei dieser Legung absolut überstellt, wo ich denke, ich finde hier wirklich keine Worte mehr. Warum seid ihr noch nicht zusammen? Daran liegt es. Daran liegt es. Immer wieder diese Ängste, diese Befürchtungen, naja, und könnte doch eventuell nicht klappen und was wäre denn? Oh, du bist sehr zurückhaltend. Und denkst dann, naja, du willst nichts tun, damit du ihn oder sie hier nicht zurückstößt oder dass er oder sie sich von dir abwendet. So, dann haben wir auch hier auch so einen stolzen Kandidaten, der dann auch sagt, naja gut, wenn jetzt ich hier auf sie oder auf ihn richtig zugehe, dann irgendwie macht mich das ja weich. Und dann hat er oder sie mich ja irgendwie so ein bisschen weit an der Hand, in der Hand. Da haben wir diesen Stolz und diesen Menschen. Ach Gott. Aber wenn ich das hier, ist das, ihr habt so viel Freude, auch wenn ihr miteinander kommuniziert und wenn ihr noch nicht kommuniziert, ihr Lieben, es liegt so nah, nahe geht's schon gar nicht mehr. Na? Auch Treffen, persönliche Treffen, sehe ich hier auch absolut die Freude. Es ist im Gleichgewicht, Gespräche sind im Gleichgewicht zwischen euch. Und wenn, kommen sie definitiv ins Gleichgewicht. Und hier sehe ich auch eine Versöhnung. Also wenn hier was ist, dass hier das Ganze wendet, wenn hier was im Ungleichgewicht gewesen ist, kommt es hier ins Gleichgewicht, weil ich hier die Versöhnung auch noch habe in der Kommunikation. Und dass diese Wärme, diese, wie gesagt, ihr seid so auf einer Wellenlänge. Absolut Liebe. Liebe, sage ich hier. Versöhnung, dieses Innige. Gleichgewicht nochmals mit dazu. Und hier auch diese Romantik. Also, wenn wir weitergehen, was du tun kannst, das war ja eigentlich die ursprüngliche Frage hier des Ganzen. Aber wie gesagt, er und ihr seht auch selber, es liegt auch komplett wieder zwischen euch. Ne? So dieses Befürchtung. Diese Befürchtung, na ja, und ich weiß nicht, und hin und her und keine Ahnung. Hier richtig in die Aktivität zu kommen. Weil dann gegenüber sehe ich hier, der kommt echt nicht aus dem Quark. Absolut nicht. Was du tun kannst, wo ich hier auch sehe, was deinen Gegenüber verunsichert,
Wenn du die Kommunikation hier einfach diese Verbindung, so ein bisschen dieses Gewohnte, weil dein Gegenüber ist es eigentlich gewohnt, also er kennt so ziemlich deine Antworten, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist so gleichbleibend und du hast dann immer wieder Verständnis und nein, ist schon in Ordnung und oder auch wenn was abgesagt wird, nein, es ist schon okay, es passt alles und ich habe Verständnis dafür, geht alles vollkommen in Ordnung. So, und da haben wir dieses Gleichbleibende hier liegen. Und hier werden sich aber neue Türen öffnen. Also hier wirklich, da wird sich eine neue Türe öffnen oder werden sich neue Türen öffnen. Und das habe ich sogar 100% sicher hier liegen. Also nicht mal, dass hier noch so dieses Schwankende hin und her ist, ne? Was deinen Gegenüber nämlich auch in die Unsicherheit bringt. Und deinen Gegenüber nämlich hier innerlich auch dann so ein bisschen aus seinem Rückzug rausholt, sprich in die Bewegung reinbringt, in die Veränderung, in diesen, dass hier mal sich was tut, dass du diese neue Türe öffnest, indem du hier anders reagierst. Also praktisch nicht mehr so, wie dein Gegenüber es von dir gewöhnt ist. Und hier praktisch auch so, wie gesagt, anders reagieren. Also ein bisschen, ich sage jetzt nicht kühler, aber nicht mehr so intensiv eingehen auf deinen Gegenüber. Und nicht immer so dieses komplett warme Verständnis haben. Jetzt nicht rum zickig werden oder so, das nicht, ne? Aber einfach so, ich sage mal so ein kleines Stück, wir nehmen es jetzt mal in Anführungszeichen. Gleichgültig oder besser ausgedrückt neutraler. Ne? Also nicht so, oh nein, schade, dass es nicht klappt, aber ich verstehe es vollkommen. Also so dieses, wisst ihr, was ich meine? Ne? Also nicht so, ja, einfach anders reagieren, als was als es dein Gegenüber von dir kennt. Einfach so, gut, okay, alles klar, geht in Ordnung. Passt. Ne? Nicht so komplett LMAA, so in der Richtung, nein. Das nicht, aber es ist so ein gewisses Spiel wie Kupplung und Gas, dass ihr euch das so vorstellt. Ne? Also aber nicht mehr so in dieser Schiene fahren, wie gesagt, wie es immer gewesen ist. Die Warme oder der Warme, der mal ganz viel Verständnis hat. Also du, auf jeden Fall du. Ne? Personenkarten bitte geschlechterneutral, ihr wisst es, wandelt es bitte für euch um. Und also auch wenn du als Mann so siehst, ne, dann sieh das dich jetzt hier, das dich, sieh dich jetzt hier bitte als Mann. Und einfach ein bisschen anders reagieren. Nicht komplett dieses Schwarz und Weiß, sondern einfach so ein Stück weit abdriften von der gewohnten Schiene, ne, die dein Gegenüber von dir gewohnt ist. Und da sehe ich nämlich auch, wie gesagt, da werden sich neue Türen öffnen und für deinen Gegenüber nämlich auch, weil dein Gegenüber bringt das hier so richtig in diese Unsicherheit rein. Dieses, oh, war doch hier immer alles klar gewesen. Und jetzt kommt er nämlich hier ins Straucheln. So, Hilfe, unsicher. Diese Unruhe, die ich bei deinem Gegenüber dann sehe. Na? Und da sehe ich nämlich auch hier die Bewegung raus aus dem Rückzug und diesen Wandel, den wir hier auch haben. Und da sehe ich nämlich auch, dass hier Gespräche stattfinden werden. Dass hier Bewegung reinkommt, Gespräche werden stattfinden. Gespräche, was dann wirklich hier auch mal in die Erfüllung geht zwischen euch, was die Verbindung, die Beziehung betrifft. Weil hier liegt ganz klipp und klar da, feste Beziehung, ja. Also eindeutiges Ja bei dieser Legung kollektiv. Wenn du keinen Menschen hast, den du fokussierst, den du zum Fokus hast, mit dem Kontakt besteht oder irgend sowas, dann sehe es bitte auch so, dass du für dich in deine Zuversicht mehr reingehst, dass du deine Zuversicht greifst, dass du nicht hier in der Gefangenschaft drin bist von deinen Ängsten, na? Wenn du wieder jemanden kennenlernst, das möchte diese Energie sagen. So dieses, wenn du wieder jemanden kennenlernst und dann wieder der Rückzug und dann wird das nichts und. Das sehe ich nämlich hier auch, wie gesagt, wenn du niemanden hast. Also greife auch hier die Energie. Und ich sage euch, ihr habt auch hier absolut die glücklichen Gefühle dabei. Und die Verbindung, die ihr miteinander eingeht, ist hier absolut zu eurem Glück. Also zu eurem Glück, die Ergänzung zu eurem Glück. Hier heißt es nämlich auch, greife bitte dein Glück für dich selbst, sei mit dir selbst glücklich.
was ein ganz, ganz, ganz großes Thema ist, mit sich selbst glücklich zu sein. Weil ausschlaggebend ist ja immer, wie du zu dir selbst gestellt bist. Lass die Sonne für dich selbst scheinen. Lächle in die Welt und die Welt lächelt dir zurück. Sende Liebe aus und Liebe kommt zu dir zurück. Sag dir immer wieder, du bist es wert, geliebt zu werden. Aber in allererster Linie sagst du dir, ich liebe mich selbst. Und spüre es auch, wie du dich selbst siehst. Hol dir deinen Selbstwert, wie wundervoll du bist. Und hier sehe ich in dieser Legung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Wie gesagt, hier immer noch so ein bisschen. Ah, aber ich habe es bei euch beiden, ne? Das ist bei euch beiden ganz klare Sache. Also wie gesagt, zeigt deinem Gegenüber hier ein bisschen eine andere Reaktion, wenn Kontakt entsteht, ne? Dass nicht immer du der oder diejenige bist, die sich meldet. Dass nicht immer du der oder diejenige bist, die immer wieder auf den anderen eingeht und. So ein gewisses, wie gesagt, so ein Spiel wie Kupplung und Gas, ne? Dass es da auch dann dieses in die Balance kommt. Weil ihr habt hier auf jeden Fall das Glück bei euch. Und hier, auch in der Kommunikation zwischen euch, hier sind sehr viele Glücksgefühle, die mir hier auch noch liegen. Das ist eine wunderschöne Legung. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Wir haben die zwei der Kelche. Zwei der Kelche sagt jetzt hier auch wieder aus, wir haben hier ganz schön viel Gefühl dabei, ne? Denn hier wird euch eine Chance gegeben, eine Chance auf die Erfüllung, auch auf die Intimität. Hier wird es in eine Versöhnung gehen. Also wie gesagt, wenn es hier ein bisschen gekrieselt hat zwischen euch oder wenn da irgendwas kommt, ne? Lass dich bitte nicht von deiner Linie wegbringen, denn hier wird eine Versöhnung gezeigt. Hier wird es in die Heilung gehen. Erfüllung, Heilung und absolut die Chance. Die Chance für die Liebe werdet ihr beide ergreifen. Das wird hier bei dieser Reaktion auf jeden Fall gezeigt, also bei dieser Aktion. Also hier, sei nicht in der Fanposition von deinem Gegenüber, sondern sei du auch mal der Star. Und folge da nicht überall hin, was er macht und stell dich in die Warteposition. Ne? So dieses bisschen, wie gesagt, anders reagieren. Gib ihm andere Zeichen. Nicht zu krass, natürlich, aber schau mal, ihr kennt doch auch euren Gegenüber. Euren Wunschpartner. Den kennt ihr doch, wenn ihr ihn kennt, ne? So. Und da kann man ihn doch auch ein bisschen einschätzen, bis wie weit man gehen kann. Also, dass man es nicht überreizt. Also, überreizen würde ich es jetzt mal nicht, ne? Aber so ein bisschen einfach so ein Stück weit was anderes zeigen. Dass mal er wieder in diesen, ja, aufgeweckt wird, in Bewegung zu kommen. Ne? Weil so fühlt sich's ganz toll an. Ist ja alles super, prima, dufte, ne? Was brauche ich denn hier mehr? Weil hier haben wir nämlich auch noch die Verbindung zwischen euch. Wir haben die Vier der Stäbe. Vier der Stäbe zeigt mir hier auch nochmal als Ergänzung, als Klärung, dass hier wirklich die Offenheit gezeigt wird. Also hier heißt es, dass ihr euch wirklich gegenseitig öffnen werdet, vor allem dann gegenüber auch dir, was eine Beziehung, eine Verbindung mit euch, zwischen euch betrifft. Hier wird mir Nähe gezeigt, Nähe und der Kreis schließt sich. Hier ist wirklich diese Gemeinsamkeit auch Unternehmungen. Öffentlich. Also hier geht es raus aus der Apathie, wie in dem Gefangensein, ne? In sich selbst auch gefangen sein. Weil hier ist wirklich, ja, eine Verbindung wird stattfinden. Eine Verbindung zwischen euch wird hier gezeigt. Finde ich wunderschön. Und dann haben wir noch die Sonne aus der großen Arkana. Eine sehr kraftvolle Karte. Die große Arkana auf jeden Fall. Und wenn wir die Sonne noch mit haben, dann heißt es wirklich, ihr nehmt die Wärme, die ihr miteinander habt, in eurer Zweisamkeit an. Und ihr kommt hier beide in die Zuversicht. Dein Gegenüber wird nämlich hier auch in die Zuversicht kommen, weil da stockt es nämlich. Dein Gegenüber sehe ich jetzt so schon so ein bisschen wie so ein bisschen verbohrt. Ne? Verkorkst, verbohrt und ja, dieses.
tut es ja ein bisschen schwer, hier mal richtig, so wenn er was gewöhnt ist, da wieder rauszukommen. Na? So, uff, so eher so dieses gemütliche, naja, lassen wir mal so, passt schon, ne? So in der Richtung. Also, wie gesagt, hier in die Zuversicht wird es gehen und hier ist auch bei euch beiden gezeigt, dass ihr euch gegenseitig auch verwöhnt, dass das hier auch gezeigt wird und das auch zu euch kommen möchte. Wie hier in die, in den, ja, in das Positive. Und in das Angenehme, hier auch die Wärme. Ihr werdet es auf jeden Fall spüren. Dieses Miteinander und dieses, ja, das dann auch für euch, dass ihr sagt, ja, für uns geht die Sonne jetzt wirklich auch auf. Wir sind angekommen, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Und hier, diese Leichtigkeit wird auch bei deinem Gegenüber gezeigt. Und bei dir bitte auch deine Leichtigkeit, weil du bist so ein bisschen, ja, immer so wie festgehalten von deinem Gegenüber, dass du bloß nichts falsch machst, ne? Dass du alles richtig machst und, und. Aber vertrau dir, du machst nichts falsch. Vertrau dir immer. Weil alles, was für dich bestimmt ist, was gut für dich ist, genau das kommt auch. Wie ich auch immer sage, egal, wenn jetzt mal irgendwas nicht so ganz ein Treffen oder im Allgemeinen eine Einladung nicht stattfindet oder eine Festlichkeit oder sowas, ne? Ist jetzt nicht auf den Wunschpartner bezogen, ich meine es im Allgemeinen. Oder eine Arbeitsstelle, das man nicht bekommt. Nicht traurig sein. Diese so, nein, warum hat das nicht geklappt und warum, warum, warum? Nein, sei dankbar dafür, dass es nicht geklappt hat. Denn du bist beschützt. Du bist beschützt. Und es hat nicht geklappt, weil es nicht für dich sein sollte, weil was Besseres für dich bestimmt ist. Na? Und also wie gesagt, gebt die Hoffnung nicht auf, ihr Lieben. Und die Hoffnung auf jeden Fall nicht aufgeben für euch selbst, dass ihr alles schafft, was ihr schaffen wollt, okay? So, Verlosung hatten wir heute Morgen schon gehabt. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag. Und das zum Thema, das wird hier eine Short Message, die jetzt 27 Minuten gedauert hat. Okay, ihr Lieben, also tschüss.